Einen wunderschönen Montagabend wünschen wir euch wieder. Willkommen zurück zu Life is Fuel. Wie immer sind mit dabei unser Barock Zombold. Moin. Unsere Nicola. Hallo. Unsere Silkene. Boi. Unser Raman Rachmador. Moin. Gleison, ist der da? Nee, nein. Oder? Okay, dann dürften wir vollzählig sein. Soweit. So, ja, was machen wir? Ich kann den Flug nicht benutzen. Ich kann ihn untersuchen oder aufheben, aber nicht nutzen. Das hatten wir schon beim letzten Mal, als ich den Flug benutzen wollte. Ja, aber der sein Skill ist nicht hoch genug. Meiner doch auch nicht. Achso, deswegen konnte ich nicht. Wie hoch musst du denn sein? Musst du gucken unter Landwirtschaft. Ich glaube 60. Okay, und wie komme ich dann auf 60? Honig. Nein. Oh, Honig. Oh. Honig ist auch wieder ein anderer Skill. Honig ist schon ein darauffolgendes Skill. Honig ist Landwirtschaft, das kann ich bestätigen. Okay. Das habe ich heute schon erfolgreich probiert. Also Honig und Mehl. Siehst du mich noch, Nicola? Ja, ich sehe dich noch. Oh, hat jemand Äpfel in der Tasche? Ja. Hier ist eine Kuhherde am See. Direkt bei der Lehmgrube. Komme. Ich warte auf dich. Ja. Ich muss jetzt irgendwie da oben hin, zu der Mine. Aber dadurch, dass die Straße hier so schön gerade gemacht worden ist, dürfte das echt schwer fallen. Dann grab einfach einen neuen Gang rein. Darf ich auch nicht. So, bin wieder da. Haben wir Weizen über, dass ich da per Hand Mehl rausmachen kann? Ja. In der Küche ist noch etwas Weizen. Wo sind hier die Kühe? Da, ja, ich sehe sie. Okay, wollte gerade sagen, nicht zu übersehen. Die standen da gerade wie auf dem Präsentierteller. Ah, mit ein bisschen Fantasie kommt man doch hier hoch. Da muss ich mir auf jeden Fall noch was einfallen lassen. Der Weizen kann komplett aufgebraucht werden, oder? Theoretisch ja. Ich hätte natürlich lieber an der Mühle gemahlen, weil da kommt mehr bei raus. Ist das Verhältnis besser, aber zum Skillen kannst du den erstmal nehmen. Braucht jedes Mal auch 5 gleich, okay? Ja. Ja, das ist das Teure an der Sache. Ja, man merkt das, wenn man mit den Karren von den Straßen kommt, ne? Ja, das merkt man eindeutig. Bin nur schon die ganze Zeit überlegen, ob ich demnächst einfach dort eine Straße hinpflaster. Ja, dann musst du aber auch einiges begradigen, ne? Kleinsam baut doch. Ja, direkt aber zu dieser Marmorablackerung? Da an dem See entlang, zum Berg hin will er bauen. Ja, das dauert aber noch eine Weile. Ja. Aber mit zweimal kriege ich einen Prozentpunkt dazu im Moment, das ist okay. Keine Angst, das wird noch weniger. Das auch Landwirtschaft, wenn ich dir das auch am Feld anbaue? Ich glaube, das ist Ackerbau. Na komm, Pferd. Okay, eine Spitzhacke brauchen wir erst. Soll ich einen kleinen Rest einfach nehmen und auf dem Feld anbauen, damit wir dann einfach zu Übungszwecken was wieder haben? Wenn du das machen möchtest, müsste ja noch Platz auf dem Feld sein. Massig. Hattest du das ganze Feld eigentlich gedüngt oder nur die paar Steckel, die jetzt da geradeaus, die da wachsen? Nee, ich habe das ganze Feld. Also ich glaube, das, was nicht gedüngt ist, das siehst du auch, weil das hat eine andere Farbe, das Gelände. So, irgendwo hier war der Marmor. Erstmal wieder hier durch den tiefsten Dschungel.
hänge am Baum hier. Also wenn wir den losen Marmor nicht wiederfinden, vor uns da am Berg, siehst du die weißen Flächen? Da ist genug Marmor. Ah ja, okay. Ah, hier ist der lose Marmor. Hier ist noch Marmorbruch. Na komm Pferd, gib alles. Ich hänge. Du schaffst das. Aber du sagst, es sind wieder Küchenvorräte da. Das ist gut. Was zum Beißen sollte, erstmal, ich habe jetzt, ich glaube, 300 Portionen oder so gekocht. Okay. Wo ist denn unser Raman gleich anzutreffen? Bei seinen Kräutergärten? Nein, auf den Feldern. Okay, die sind hier gleich daneben. Eine Spitzhack hat nämlich gesagt, sie will nicht mehr. Was hat der Rahman damit zu tun? Da. Ich habe keinen blassen Schimmer. Ich hatte Blasen. Ja, kann ich helfen. Gott. Ich sagte, ich habe Blasen. Oder ich hatte Blasen. Weil jetzt sind sie offen. Ich habe geblutet. Der Teil des Geländebaus ist gesperrt. Scheiße, der Baum blockiert das. Jetzt kann ich den Marmor hier nicht wegen dem scheiß Baum aufheben. Da habe ich aber auch keine Medizin gegeben. Ah, doch klar. Ob mich so ein kleiner Baum aufhält. Qualität 99. Gucken wir doch mal. Nein, 100. Ich hau ihn mal weg. Nein, der hat nur Qualität 6. Eins hätte ich dir jetzt doch geglaubt. Als ob ich auch einen 100er Baum einfach weghauen würde. So still und leise, heimlich? Nicht mal dran. Ich vermute mal, eher um einen 100er Baum würdest du ein großes Lagerfeuer machen. Ja, damit ich gutes Brennholz habe, um mein Essen zu kochen. Oh, okay. Da ist der Marmor aufgebraucht. Kann ich nur von oben Erde reingefallen. Meinst du? Kann ich ja gleich mal ausprobieren. Ja. Dein Ernst? Ja, konnte ich so weggraben. Es rutscht jetzt aber hier natürlich die ganze Zeit nach, der Scheiß, ne? Lästig. Ich muss erstmal gucken, wie lange meine Schaufel noch. Ach, die hält noch eine Weile.
rutscht der ganze Berg hier runter, oder? So eine Scheiße. Musst du um erst den Berg abgraben? Ja, das überlege ich mir auch gerade. Ach, scheiße. Sammle ich hier vom falschen Feld auch noch. Was ein Fail. Könnte schlimmer sein. Könnte viel schlimmer sein. Ja, denn ich mit nicht richtig gezielt. Das ist immer die Geschichte mit dem Zielwasser, ne? Das ist ja Ramans Baustelle. Was, Zielwasser herstellen? Du weißt doch, ein paar Kräuter, die richtige Quelle, ein paar mysteriöse Formeln drüber gesprochen. Reingespuckt. Reingeschneuzt. Reingepinkelt. Die Erdbeeren nicht vergessen. Die Römer in den Wahnsinn zu treiben, ach nee, das war was anderes. Teil des Geländes ist schon wieder für Landschaftsbau gesperrt. Oh, wegen dem scheiß Gestrüpp hier, das ist so. Was soll denn das? Hau ab hier. Dann weiß ich jetzt schon, dass der ganze Scheiß gleich wieder nachrutscht hier. So, Weizen ist angesiedelt. Dann könnte man sagen, du hattest eine Erleuchtung. Klar rutscht das hier gleich wieder alles weg. Grabe ich das lieber gleich von vornherein weg, dann geht mir das gleich nie auf den Sack. Wir haben ja schon wieder 76 Honig insgesamt. Jo. Wenigstens die Produktion läuft, oder? Einigermaßen, einigermaßen. 1228 Erbsen, kann man daraus keinen Alkohol machen? Nein. Warum eigentlich nicht? Ist doch Stärke, müsste doch eigentlich gehen. Erbsen haben Stärke? Auch schon. Nee, Erbsen sind, glaube ich, eher Eiweiße. Jupp. Sind Hülsenfrüchte. Geht bestimmt auch. Ich glaube nur nicht, dass es nicht schon mehr versucht hätte. Was Drogen angeht, sind Menschen erfinderisch, ne? Bei Waffen aber auch. Real-Life-PvP ist doch auch was Feines. Mit einem einmaligen Versuch. Das macht die ganze Sache doch erst richtig spannend. Jetzt rutscht der Scheiß hier gleich wieder nach. Ah, ich krieg zu viel. Schon echt viel Marmor hier, aber da ständig da was drauf rutscht, das nervt total. Dann baue sie aus dem Berg.
War ich echt schon am Überlegen. Ich grabe jetzt erstmal an einer anderen Stelle, wo es nicht mehr nachrutscht. Eier haben wir ja auch fast 700 Stück. Ja. Wenn du den Kochen-Skill schon hast, kannst du mal ein paar durchkochen, wenn du Bock hast. Kochen-Skill habe ich, ja. Nicht sehr hoch, aber... Dann mach mal, was weiß ich, so 100 gekochte Eier. Die kann ich dann weiterverarbeiten. Ich habe 29,99, deswegen wollte ich Landwirtschaft noch steigern. Ach so, okay, ja, das macht vorher Sinn, ja. Puh, Schwein gehabt. Meinen Wagen wieder freigekriegt. So ein Dreck. So, 742 Eier haben wir. Ja, für 100 gekochte Eier würdest du 600 Eier verbrauchen. Kann ich jetzt... in den großen Kessel untersuchen, aber da nichts mehr machen? Ab, weiß ich nicht. Der große... Ach so, die Kochstelle, ja, die hat ja gerade wieder den Geist aufgegeben. Stimmt, da war ja was. Und die Küche soll ich wahrscheinlich dann nicht benutzen, nehme ich mal an. Die hat 1000 Lebenspunkte, also ein bisschen was kannst du daran machen, bevor so ein Flammen aufgeht. 9615 von 16.200 hat sie. Ja. Bei der Hälfte geht die in Flammen auf. Also wenn wir das Feuer von hier hinten sehen, wissen wir, Rahman ist in der Küche. Ich weiß jetzt nicht, ob das so gut ist, dass wir dann das Feuer sehen. Gekochte Eier stehen hier gar nicht mit dabei. Die gibt's aber. Oder sind die unter Naturkunde? Essen zu vorbereiten oder zubereiten oder so heißt das Kühl, glaube ich. Da sind auf jeden Fall auch ein paar Sachen bei. Da sind gekochte Eier, ja. Ja, Kick. Dann mache ich mal Massenproduktion. Ja, das ist super. Ach, für dich tue ich das doch gerne. Du bist die Beste. Mir wird schlecht. Ich habe immer noch nicht volle Lebenspunkte, ne, weil ich gerade so schrecklich von Nikola verprügelt wurde. Nikola. Ist da kein Trank, der das höher, schneller höher bringt? Das hast du gut gemacht. Ja, das denke ich mir auch gerade. Ja. Das war so unheimlich schmerzvoll, als ich die ganze Zeit auf ihrem Körper auf dem Fußboden rumgehüpft bin. Dann gibt es da keinen Trank, der das dann behebt? Ich weiß es nicht. Du bist der Alchemist. Ich weiß wohl, dass es Tränke gibt für Bewusstsein erweitern oder sowas, ja, aber... Und was macht das dann? Die Soft-HP, glaube ich. Irgendwie. Wäre das dann Vitalität erhöhen oder... Brau doch Tränke oder Pulver und probier die aus, dann siehst du doch, was die machen. Ich bin ja selber total gesund. Ja, das macht ja nichts, aber wenn sie den dauerhaft erhöhen, dann weißt du ja, also was heißt dauerhaft für den Lauf, für die Wirkung, dann weißt du ja, dass es die falschen sind. Und ansonsten kriegst du Schaden. Nee, die kannst du ja dann nicht trinken. Eben.
Das haben wir ja letztes Mal schon durchexistiert, wo wir das Gifte-Wetttrinken machen wollen. Mhm. Und da verbieten die einen einfach, die Gifte zu trinken. Das ist ja wohl echt mies. Versuch welche mal mit Vitalität. Da müsste ich auch was fertig haben. Und zur Not lass dir von irgendjemandem eine runterhauen. Da findest du bestimmt jemanden, der das begeistert tut. Nö, muss nicht. Spielverderber. Dann lass du dich doch hauen. Ich habe mich hier schon häufig genug schlagen lassen. Oder noch schlimmer, segnen. Das tun wir gerne. Segen oder Schläge, Segen oder Schläge. Oh, es wird duster. Also bei mir ist hell. Ja, wir... Was? Hell? Guck mal nach oben. Da, wo ich bin, ist hell. Ja, eine Fackel auf dem Rücken. Ach so, ja, das habe ich auch. Und ich stehe in der Küche. Da brennt ein Feuer. Da brennt ein Feuer oder die Küche brennt vor Feuer? Die Küche brennt noch nicht, weil sonst würde ich nicht weiter kochen können. Dann wäre es auch noch ein bisschen heller. Ich glaube, das Feuer könnten wir sogar, wenn wir Glück haben, von hier hinten sehen. Feuriri und Feuriro. Die Küche, die brennt lichterloh. Hier ist einer. Also wenn du jetzt immer noch Probleme mit deiner Gesundheit hast von meinen Schlägen, bist du vor uns nicht geheilt worden, oder? Nicht vollständig. Tatsächlich. Tja. Soll ich genau 100 gekochte Eier herstellen oder auch mehr? Genau 100. Ich brauche noch ein paar rohe. Ja, schon klar, dass ich mich putzmunter fühle, ne? Du hast auch weniger Lebenspunkte als ich, ne? Herr Raman. Ja, gut, dass mich aber, dass ich trotzdem gesünder bin als du. Ja. Sani. In der Küche. Sag, wenn du da bist. Oh, mein Wagen ist voll. Bin da. Oder brauchst du eine Wunde verbunden? Na, was haben wir denn hier oben? Was ich heilen kann. Das ist eine verwundet. Steht hier nur. Du hast eine Wunde. Ah, doch. Wie viel fehlt noch in deinem Wagen? 1000. Fehlen noch? Ja. Was machst du die ganze Zeit? Nix. Ich merke das schon. Ist das nicht toll, wenn da immer Erde drauf rutscht? Ja, ist ganz toll. Kann das sein, dass wir einen buggigen Wagen im Dorf stehen haben? Nein, hier gibt es keine Bugs in dem Spiel. Das ist das beste Spiel der Welt. Das ist total bugfrei. Ja, aber ich habe hier nämlich einen Wagen stehen, da kann ich nicht drauf. Und das Pferd macht mich wahnsinnig. Wieso, was macht das Pferd? Es hüpft. Dann musst du reloggen. Na gut, mache ich in der Aufnahmepause. Wo bin ich denn jetzt gegen geritten? Hier ist doch gar kein... Baum. Hast du denn da alles in deinen Wagen drin? Kräuter, Wurfgeschosse, eine Schleuder... Sie ist halt vorsichtig. Sie erwehrt sich ihrer Haut mit Wurfgeschossen. Lex. Was für Lex? Gerade war ich jetzt nur Säure. Yep. Was glaubst du, wer länger überlebt? Sie mit einer Schleuder oder ich mit einem Schwert? Kommt auf die Steine drauf an, die sie schmeißt. Wenn die Steine eine Tonne wiegen,
und dich direkt treffen, dann sie. Ich rede ja von gewöhnlichen Begegnungen mit einem Wolf. Wenn sie gleich einen Kopftreffer landet? Da die Schleuder hier so präzise ist, dass du kaum ein Scheuntor triffst. Oh ja, es leckt gewaltig. Oh ja, ich merk's. Wachstumslecks. Dann die Sachen auf dem Feld gleich. Wachstumslecks, während der Mond voll am Himmel steht? Ich glaube nicht. Nee, wir hatten noch keinen Regen, ne? Es ist Nacht. Normal aus und viel zu früh für die Lecks. Ach was, das muss man nicht immer so genau nehmen mit dem Timings. Ah, sind durch. Ah, es wird heller. Achso, es könnte einer noch schnell Äpfel sammeln, bitte. Ich bin gerade nicht in der Nähe. Ich koche. Ich bin auch am Eimer der Welt. Ich glaube, du bist näher dran als Nicola und ich. Wenn es von der Entfernung geht, wäre Raman am nächsten dran. Einer von euch ist mir völlig egal, wer. Ich werde mich da am nächsten Tag wieder drum kümmern. Ja, weil wenn es jetzt gemacht wird, kriegen wir den Wachstums noch weg. Wir können dann die Nacht wieder, ansonsten haben wir einen Tag verloren. So. Ich reite gleich hoch. Lasst mich eben noch schnell verzimmern. So, 170 Marmor kriegst du noch in deinen Wagen. Reite hoch. Bewege mich ganz langsam auf die Hunde zu. Hundert was? Gebratene Eier. Ja, gekochte. Und wenn ich das richtig sehe, wenn wir uns das nächste Mal langsam mit dem Gedanken anfreunden müssen, dass wir dann anfangen, da was aus der Wand zu klopfen. Wo? Ja, von dem Marmor da aus dem Berg. Wir räumen hier ja die ganze Zeit das Geröll weg, was von dem Marmorbruch noch da oben ist. Aber da ist nicht der Vorrat ist nicht mehr so üppig, sag ich mal. Den kann das man geht noch ewig tief. Ja, wir haben auch schon ganz schön tiefen Krater gegraben, so ist das nicht. So, 100 gekochte Eier sind fertig. Sehr schön. Ich mach die in den einzelnen stehenden Schrank rein. Zack. Die 71 weißes Fleisch, sollen die einfach verbraten werden? Oder anderes Fleisch, was einfach verbraten werden soll? Da kannst du Gerichte von machen, das ist viel besser. Da brauche ich dann auch noch andere Zutaten, ne? Ja, ja, kannst du ja gerne machen. Ist ja kein Problem. Zwischendurch wieder Mutterboden loswerden.
Brauchst du noch vier? Ne, bin gleich durch. Ich muss bloß nochmal den Mutterboden loswerden. Jetzt ruhig stellen. Den Rest dann mal wohl wieder auf. Boah, jetzt zieht auch noch dickster Nebel auf. Tja, so ist das manchmal, ne? Man munkelt da, man munkelt da. Aber man munkelt auch, dass wir unsere Zeit wieder voll haben. Also ihr Lieben, ihr kennt das ganze Prozedere und das ganze Blabla ja von mir, von wegen Daumen nach oben, Kommentar. Wenn ihr bei mir schaut, schaut bei Chris, bei Barock. Wenn ihr bei Barock schaut, schaut bei mir. Wir haben unsere Standardzeiten jeden Sonntag 18 bis 22 Uhr auf unserem Planlos-Server. IP, Passwort findet ihr jeweils unten in der Videobeschreibung. Ihr seid immer herzlich willkommen. Und ja, wenn ihr alleine spielt, kommt zu uns, macht euer eigenes Ding. Wenn ihr in der Gruppe zusammen zu uns kommen wollt, sagt Bescheid, wir machen den Server dann für euch größer. Und ansonsten sage ich mal, wir sehen uns dann am Dienstagabend wieder mit einer weiteren Folge Life is Feudal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.